Jetzt ist aber Ruhe. Es geht gleich los. Hallo, liebe Zuschauer. Schön, dass ihr wieder da seid. So, ihr liebe Leute, jetzt ist die Katz aus dem Sack. Die Höhe der staatlichen Gasumlage wird jetzt bekannt gegeben. 2,4 Cent pro Kilowattstunde. Das bedeutet eine Mehrbelastung einer vierköpfigen Familie um 600 Euro im Jahr. Zurzeit ist ja noch nicht sicher, ob die Mehrwertsteuer noch draufkommt. Aber wenn das der Fall ist, dann sind 714 Euro pro Jahr, die eine Familie mehr bezahlen muss. Und das, obwohl die Gaspreise eh ins Unermessliche gestiegen sind. Also verstehe durch das ja sowieso nicht mit der Gasumlage. Wieso brauchen denn die Gaslieferanten jetzt eine finanzielle Unterstützung, wenn sie doch jetzt die Möglichkeit haben, die Preise zu erhöhen, wie die Sautreiber? Ich bin ja nur ein Aff und hab keine Ahnung von der Politik, aber mir kommt diese Gasumlage vor wie Sondersteuer, die dann auch noch mit der Mehrwertsteuer belastet werden soll. Also sozusagen die Steuer auf die Steuer. Und sehr sagenhaft, die Regierung macht es jetzt von Europa abhängig, ob wir auf die Gasumlage auch noch zusätzlich 19% Mehrwertsteuer bezahlen. Denn anscheinend fühlt sich unsere Regierung außerstande, sich für das eigene Volk einzusetzen. Überhaupt, was frage die da noch lang rum? Man könnte gerade denken, dass unsere Regierung noch Gründe sucht, um genau diese 19% noch zusätzlich zu verlangen. Ohne Rücksicht verfolgt man die grün-rote Agenda. Dabei scheint es überhaupt keine Rolle zu spielen, ob die Leute noch Geld haben oder nicht. Waren doch die Finanzen der Familie, aber auch von Single-Haushalte, Studenten oder Rentner auf Kante genäht. Und schon alleine die von der Regierung herbeigeführte Inflation bei den Lebensmitteln, Konsumgütern und den Spritpreisen hätten schon gereicht, das Budget der Durchschnittsdeutsche zu sprengen. So stehen schon viele deutsche Haushalte vor dem finanziellen Aus, auch ohne Gaspreiserhöhung und dieser sogenannte Gasumlage. Vergessen darf man ja auch nicht, dass laut Welt sich der Strompreis verzehnfacht hat. Die Rechnung kommt also auch noch. Die Regierung und ihre Mainstream-Medien fordern die Bevölkerung auf, Geld zurückzulegen. Geht man doch anscheinend von sich selbst aus und glaubt, dass da jeden Monat so viel Geld übrig ist. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum machen die das? Also ich habe da zwei Theorien. Entweder sie sind wirklich so dumm und realitätsfern und denken tatsächlich, dass jeder noch so viel Kohle auf der hohen Kante hat. Oder sie machen das Ganze absichtlich. Gibt's ja einige Leute, die da behaupten, dass das Ziel ist, Deutschland platt zu machen. Die finanzielle Grundlage eines jeden Deutschen, außer natürlich der eigenen, so zu beschädigen, dass kein Ausweg bleibt, außer der Sozialismus. Denn wenn die Mehrheit der Deutschen zahlungsunfähig ist, so diese Verschwörungstheoretiker, winkt der Staat bzw. Europa mit einer neuen digitalen EZB-Währung, die wir alle dann in Verbindung mit dem bedingungslosen Grundeinkommen bekommen. Wenn dann alle abhängig sind vom Staat und auf staatliche Zahlungen angewiesen sind, sinkt automatisch der Widerstand gegen das System. Denn eine Abschaffung desselbigen würde gleichzeitig bedeuten, dass wir komplett nackt dastehen. Und die Angst davor, dass dann alles komplett zusammenbricht, wird so groß sein, dass der Deutsche wahrscheinlich mit dem neuen System mit digitaler Währung und bedingungslosem Grundeinkommen leben wird. Aber auch da gibt's schon wieder Verschwörungstheoretiker, die behaupten, dass das bedingungslose Grundeinkommen ja gar nicht bedingungslos wäre. Sondern ähnlich wie in China kann es durchaus passieren, dass es gewisse Bedingungen gibt, wie zum Beispiel ein CO2-freies Leben oder im Allgemeinen eine regierungsfreundliche Einstellung. An für sich klingt das ja gar nicht so schlecht. Ich meine jetzt mit dem bedingungslosen Grundeinkommen müsste ich doch dann nimmer arbeiten gehen. Und ihr ja auch nicht. Man spricht ja von 1400 Euro, die man dann bekommt. Das wird reichen für mal Miet und ein bisschen was zu essen. Gut, wenn jetzt die Gaspreise steigen, müssen wir natürlich noch einen Zuschuss kriegen. Zum bedingungslosen Einkommen. Weil dann wird es ja wirklich schwierig, wenn das bedingungslose Einkommen nicht zum Leben reicht. Leid können halt die Idioten tun, die dann noch arbeiten gehen und dann vielleicht sogar noch weniger kriegen wie das bedingungslose Einkommen.
Ob die Rentner dann auch alle 1.400 Euro kriege, vermag ich euch jetzt nicht zu sagen, aber unsere ausländische Gäste bestimmt. Naja, dann stellt sich halt die Frage, wo das ganze Geld herkommt, wenn wir alle an der Tite des Staates saugen. Gut, die Leute mit Immobilie und so weiter, die kann man ja enteignen und die Firma auch. Aber irgendwann ist selbst das letzte Tafelsilber verschachert. So wird der EZB dann nichts anderes übrig bleiben, wie weiterhin Geld zu produzieren. Also drucken müssen sie es ja nimmer, ist es doch dann nur noch ein Mausklick. Also liebe Leute, ich hab so meine Zweifel, dass das funktioniert. Früher hätte man ja gesagt, alles muss erarbeitet oder erwirtschaftet werden. Und dass das Geld an Wert verliert, je mehr Geld es gibt. Und so dann wieder automatisch die Preise steigen. So muss dann wieder das bedingungslose Grundeinkommen steigen. Was dann wiederum zur Folge hat, dass die EZB noch mehr digitales Geld auf den Markt werfen muss. Die Preise für die Rohstoffe, die unsere Industrie dringend braucht, werden dann wahrscheinlich ins Unermessliche steigen, da unsere Währung nämlich nichts mehr wert ist. Ja, wenn wir Pech haben, werden unsere ausländischen Handelspartner darauf bestehen, dass wir in Dollar oder Rubel bezahlen. Na dann gute Nacht. Aber auf der anderen Seite brauchen wir ja vielleicht gar keine Rohstoffe mehr. Denn wenn wir alle hier in Deutschland und Europa das bedingungslose Grundeinkommen bekommen und alle Fachkräfte ins antisozialistische Ausland ausgewandert sind, werden wir hier sowieso nichts mehr produzieren. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bitte bleib weg von mir. Durch deine Paranoia ist die Freiheit nur Papier. Komm, geh doch, bester Aare. Kannst du dich erinnern, wie das damals war? Die DDR verschwunde, die Freiheit war da. Und jetzt, mach dir mal Gedanken. Das ist was anderes. Das ist sowas Sozialistisches, Grünes. Sowas Verdammtes. Haben wir so. Wird schon sein.
Bitte bleib weg von mir. Durch deine Paranoia ist die Freiheit nur Papier. Komm, geh doch, bester Aare. Die Leute hatten ja Freiheit und waren froh drum. Jetzt kommen die gleiche Pappnase wieder dran. Das gibt's doch nicht. Katastrophe und ihr Doofe, ihr glaubt es alles, irgendwann muss doch mal Schluss sein, oder nicht? Ich sag's euch, macht euch mal Gedanken.